Hey Leute, ich bin Max Oberibon und ich habe vorhin gesehen, dass Bibis Beauty Palace ihr neues Produkt rausgebracht hat. Das heißt, ich war zu Hause, bin jetzt wieder losgefahren, um das zu besorgen, um es für euch zu testen. Und mal gucken, ob es da ist. Ich wette, es wird gar nicht da sein. Aber wir gucken mal. Tschüss! So Leute, Max Ober Beauty Palace meldet sich zurück zum Dienst und ich habe gerade die zwei Beauty Produkte gekauft und habe 8 Euro gezahlt für 2 Produkte. Also ein Produkt kostet 4 Euro. Die sehen zwar auch sehr schön aus, aber ich weiß nicht, 4 Euro finde ich ziemlich teuer. Mal gucken, wie lange das hält. Ich werde das gleich alles genauer analysieren, wenn ich zu Hause bin. Und ich wollte noch sagen, dass ich eigentlich ganz cool finde, weil Bibis Beauty Palace ist ja so mit Beauty und so. Da finde ich es eigentlich ziemlich cool, dass sie so eine Beauty-Sachen herausbringt, ihre eigene Marke. Ich finde, sie hat auch ziemlich viel erreicht. Dafür sollte man echt Respekt haben. Aber dieses Bibifon, das fand ich nicht so cool. So, wir haben jetzt hier die beiden Produkte. Ich habe sie nämlich nicht gekauft, nur um euch zu veräppeln. Nein, Spaß. Ich habe sie hier. Einmal Creamy Mandarin und einmal Tasty Donut. Ich weiß nicht, warum es ein Duschschaum mit Donut-Geschmack, Geruch, was auch immer gibt, aber wir werden gleich sehen, wie es riecht. Ich weiß auch gar nicht, wie ein Donut riecht. Es gibt auch voll viele verschiedene. Auf jeden Fall steht auf beiden hinten drauf einmal Philosophie, wo irgendwas über das Duschgel steht, über den Duschschaum. Dann Anwendung, wie man es anwendet, weil man das natürlich noch nicht weiß. Wir können ja mal gucken. Damit du in den vollen Genuss des extra cremigen Belou-Schaums kommst, beachte bitte Folgendes. Vor Gebrauch die Flasche kräftig schütteln. Beim Sprühen aufrecht halten, die Duschcreme in die Hände geben und gleichmäßig in der feuchten Hand verteilen. Zum Schluss gründlich abspülen. Ach, auf der feuchten Haut. Lesen muss gelernt sein. Dann noch was zu den Inhaltsstoffen und dann steht da noch kein Mineralöl, keine Silikone, keine Parabene, was auch immer das bedeuten mag. Und es ist 100% vegan. Das interessiert mich jetzt nicht so, aber ist gut. Und made in Germany. Du kannst das in den grünen Punkt schmeißen, du solltest das nicht essen. Ja, ich verstehe das immer nicht. Bei meinem iPhone steht auch hinten drauf, du sollst nicht in die Mülltonne schmeißen. Wer schmeißt denn ein iPhone in die Mülltonne? Okay, vielleicht, wenn es kaputt ist. Trotzdem muss das nicht auf das Handy rauf. Ich würde sagen, wir testen jetzt erstmal Tasty Donut, weil mich das echt interessiert. Ja, keine Ahnung. Ich habe mich auch schon gefragt, warum die Firma Belou heißt. Also B, weil sie B ist. Nein, Spaß. Also B für Bianca und Lou für... Keine Ahnung, es hört sich gut an. So, vor Gebrauch erstmal schütteln. Ah! Aua! Ah, ihr solltet es nicht so schütteln wie ich, wie ein Cocktail. Okay, irgendwie hört man nichts. Und jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. Ob es wirklich so aussieht wie ein Bibis Video. Oh Gott. Das ist wie so ein... Also es sieht schon mal nicht schlecht aus. Ich finde der Schaum voll cool. Ich liebe es auch immer, wenn man diesen wenn man diesen Seifenschaum hat. Ich finde das immer voll cool. Also es fühlt sich irgendwie cool an. Es riecht. Ich kann es irgendwie nicht so beschreiben. Es riecht fruchtig, aber auch süß. Wenn man es jetzt so verreibt. Es fühlt sich voll weich an. Ich finde es voll cool. Also es riecht irgendwie gut, aber es riecht... Keine Ahnung. Ja, ich kann mir das jetzt leider nirgendwo hinschmieren, weil ich mich nicht unter der Dusche filmen wollte und... Ja, aber... Es fühlt sich nicht schlecht an. Ich find's voll angenehm. Ich probiere mal das andere aus. Mal gucken, wie das andere riecht. Und dann sage ich euch, was ich besser finde. So, Tür auf bitte. So, da bin ich wieder. Und jetzt probieren wir Mandarine. Ich finde Mandarinen mega cool. Deswegen wird das bestimmt auch was Gutes sein. Da steht sogar Bibi loves you. Voll süß, oder? Die liebt mich. So, hinten steht eigentlich genau das gleiche drauf. Außer die Inhaltsstoffe, denke ich mal. Hier steht auch, aber Achtung, Belou Duschschaum ist nicht zum Verzehr geeignet. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt, Duschschaum zu essen, aber naja, besser ist es, wenn man es draufschreibt. Da ist sogar so ein Zwinker-Smiley drauf, voll cool. Und die fruchtige Mandarine ist gemischt mit süßer Vanille-Eiscreme. Yummy, yummy. Es wäre eigentlich voll cool, wenn der so orange wäre. Aber ich glaube, das ist er nicht, weil der andere auch nicht orange war. Probieren wir mal aus. Gucken wir mal. Oh. Ja, lustig. Muss das so sein? Ah. Ihr seid beim Test dabei. Vielleicht habe ich auch zu wenig geschüttelt. Es riecht irgendwie wieder wie Süßigkeiten. Voll komisch, aber es riecht doch irgendwie nach so Mandarineis. Ja. Also auf den Händen ist es, glaube ich, genau das gleiche. Es ist wieder sehr extrem weich.
Man kann das bestimmt auch so als Gesichtscreme nehmen. Nee, wie heißt das? Wenn ich das gleich abwasche, dann ist meine Haut wunderschön sauber und porentief rein. Sagt man das in der Hand? Sagt man das beim Gesicht so? Ja, oder? Ich glaube schon. So, wir kommen jetzt auch schon zu meinem Urteil und irgendwie brennt es gerade ein bisschen. Wahrscheinlich, weil man das nicht einziehen lassen darf und weil ich es ohne Wasser gemacht habe. Aber egal. Ja, ich finde die Verpackung auch ziemlich schön. Sie fühlt sich sehr gut in der Hand an. Und auch gut, dass 100% vegan ist und dass irgendwelche schlechten Stoffe da rausgenommen wurden. Was gibt's noch zu sagen? Was ich aber nicht so unbedingt gut finde, ist der Preis, da 4 Euro ziemlich viel ist für so eine Flasche. Ich denke, da hätte man was machen können. Aber ich denke, wenn man sich einmal im Jahr wäscht, dann kann man sich auch mal so eine Flasche da gönnen. War nur Spaß. Ja, wie gesagt, ich finde das ziemlich cool, dass Bibi das durchgezogen hat. Und ich denke mal, es ist für die Fans auch was Cooles, weil... Keine Ahnung, ich finde das ziemlich cool. So, wie gesagt, ihr könnt das dann gerne ausprobieren. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr Donut nehmt oder Mandarine. Ich finde, man kann das auf jeden Fall mal ausprobieren. Es ist nicht was, was man immer haben muss, weil es echt viel billigere gibt. Ja, aber ich finde, ihr solltet das wenigstens mal ausprobieren. Und nein, ich bekomme dafür kein Geld oder so. So, und ich denke, ich muss das auch gleich abwaschen. Und falls du, Bianca, das Video siehst, ich finde es echt krass, was du erreicht hast. Und ich finde es auch gut, dass du das durchziehst, was du gerne machen möchtest, weil ganz viele hören immer auf die anderen. So, und an alle Zuschauer, ihr solltet immer das machen, wozu ihr wirklich Lust drauf habt. Egal, was die anderen sagen, ob sie sagen, das ist nicht gut oder das ist uncool oder es ist lächerlich oder ihr werdet damit eh nichts erreichen. Wenn ihr fest daran glaubt und euch das wirklich Spaß macht, dann solltet ihr das wirklich machen. So wie Bibi das macht und wie ich das auch mache. Und ja. Und wenn ihr solche Leute seid, die immer so extrem gegen Sachen sind, dann... Ja, dann behalte es einfach für euch. Das ist genauso wie das Babyphone. Ich kann jetzt sagen, ja, mir gefällt es nicht. Aber deswegen muss ich ja nicht sagen, Bibi, du bist doof oder so, weil du ein Babyphone rausgebracht hast oder so. Und viele freuen sich halt darüber. Ihr müsst halt immer gucken, dass ihr das macht, was ihr wollt. Und dann gibt es auch immer Leute, die es toll finden. Und die Leute, die sagen, es ist scheiße, die sind neidisch, weil ihr das erreicht habt, was ihr wirklich gerne macht, was ihr, wofür ihr gearbeitet habt und so. So, und jetzt macht ihr nicht das, was ihr wollt, sondern ihr guckt euch das Video an. Nein, müsst ihr nicht unbedingt machen, aber ich würde mich freuen, wenn ihr euch das Video anguckt und wenn ihr mir natürlich einen Daumen nach oben gebt, weil ich extra für euch in die Arkade gefahren bin und das geholt habe. Okay, ich war auch gespannt, wie es riecht und so, aber ich würde mich trotzdem freuen und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt, dass Bibi dieses Shampoo da rausgebracht hat oder Duschgel, was auch immer. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns Sonntag, da kommt ein neues Cover. Das ist ein bisschen aufwendiger gewesen und ich glaube, es gefällt manchen auch. Seht ihr? Das ist genau das Gleiche. Ganz viele mögen meine Musik nicht, ganz viele mögen es. Ich mache es mega gerne und deshalb mache ich es auch. Es kann mir vollkommen egal sein, ob es Leuten nicht gefällt oder nicht, weil die müssen sich das irgendwie angucken. Ja, das war alles, was ich zu sagen habe. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Donnerstag, tun sein. Ich muss jetzt noch lernen. Bis bald. Tschüss. Mein Handy klingelt gerade. Aber ich kann nicht rangehen. Tschüss. So Leute, ich hab's gerade abgewaschen, muss mich noch mal melden. Ihr solltet das niemals auf die trockene Haut machen und das einziehen lassen, weil ich hier jetzt, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, hier bin ich rot, meine Nase ist rot, da überall, wo ich das hatte, bin ich jetzt rot und es brennt. Und ich hoffe, das bleibt jetzt nicht so, weil sonst sehe ich ziemlich komisch aus. Ja, also immer schön mit Wasser machen und nicht so einziehen lassen, wie ich gerade.